Ich hoffe, die Spieldaten sind jetzt nicht. Wo, die Würmchen. Ich hoffe, die Spieldaten sind jetzt nicht dauerhaft beschädigt. Und wir können dann noch. Wir können weiterhin speichern. Es sieht hier wirklich schon final aus. Und die Warnung eben, die war schon wirklich ernsthaft in dem Speicher, zentralsten des Spiels. Nicht, dass wir das heute schon beenden. Naja, DLC und so haben wir noch, also wir werden noch eine Menge zu spielen haben. Ich denke, selbst wenn das jetzt hier das Finale wird, wie viele Parts haben wir jetzt schon? Ich glaube, der letzte Part, den ich geschnitten habe jetzt, war schon fast aktuell. Wir müssen jetzt ungefähr so Richtung die 75 sein. Ob du jetzt auf mich hier verfandst? Ja, langsam rückwärts. Piep, 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 piep. Rückwärtsgang. Ey, diesem Glühwürmchen zu folgen, ist auch ein bisschen... ist ein bisschen schwierig, weil das... Die Würmchen ist natürlich super gelenk. Mach ruhig das Schiff kaputt. Brauche ich nicht mehr. What the fuck? Hängen jetzt nicht wieder an derselben Stelle. Nein, diesmal nicht. Und vor allem die Würmchen. Ein bisschen. Das Glühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Wie nach was eine Hütte ist. Wenn das nicht der Sohn Gottes ist. Verschlossen. Ist da jemand? Verdammt. Ich will nichts Böses. Bitte der Sohn Gottes. Du hast unsere Deckung auffliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Ich bin Geralt, ein Hexer. Verschwinde! Ich suche nach einer jungen Frau. Aschblondes Haar, Narbe im Gesicht. Lasst ihr mich rein? Nein. Wie viele seid ihr denn da drin? Warum willst du das wissen? Machst du eine Volkszählung? Ein Bart meiner Mutter reicht euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür, Geralt, richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt. Kommen wir zusammen. Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Es macht die Tür nicht auf. Ihr müsst euch vor mir nicht fürchten. Sprach der Fuchs zur Gänseschar. Ich habe schon zu viele Kameraden verloren. Das kann ich nicht riskieren. Macht Tür auf und ich komme rein. Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? Drei. Ivo, Gaspard und Ferenc. Aha. Dieser Ivo, wo soll ich nach ihm suchen? Der Teufel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen.
Gaspard, wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Man versteht die so gut durch die verschlossene Tür. Wo ist Ferenc hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Ferenc, er ist geschickt. Er dachte, er könnte separieren, seetauglich machen. Also gut, mal sehen, ob ich alle drei finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. Die Suche nach Ivo. Na dann. Haben wir noch ein paar Quests, die wir machen können. Bevor es final wird. Oha. Ja, das ist jetzt natürlich ungut. Auf der Brücke. Ich würde am liebsten einfach abhauen. Na toll. So, da oben. Wie kommt man da jetzt ruf? Ein Mensch. Ha, wie schön, dich zu treffen. Ist doch gut. Ich habe mit deinen Freunden gesprochen. Komm runter. Gut, ich komme. Du Glückspilz, du. Weißt du, eine Sache bereue ich, dass... Das war klar. Tod. Verdammt. Der Dummkopf, das ist der hier noch. Echt, ey. Die sterben jetzt alle drei nacheinander. In welchem Turm nach Gaspard? Ich hoffe, der stürzt sich nicht vom Leuchtturm. Dafür wäre ich ganz dankbar. Einen brauche ich noch, der mir die Tür aufmacht. Der mit denen redet. Mit drin sind. Steiner. Sehr schön. Trankmeister. Wunder, dass ich jemals einen gebraucht hätte. Aber gut. Die Runensteine. Ja, das ist jetzt das, was bereue. Mit Freunden zum Kampf gegen die wilde Jagd. Das werde ich bitter bereuen. Aber da gab es wahrscheinlich Nebenquests, die ich hätte machen sollen. Wo ich Unterstützer gefunden hätte. Ich habe es halt komplett gerade nicht geblickt. Tut mir echt leid. Ich meine, das wird mir leid tun nachher. Ja, das wenn ich dann. Die Runen können wir jetzt nicht mehr anwenden. Sehr schade. Hey, wach auf. Lass das. Zurück ins Bett, Leckermaul. Wach auf. Was ist denn? Wer bist du? Ich bin Geralt. Du und deine Freunde, wer seid ihr eigentlich? Rabenick und Partner. Begutachtung von Grundbesitz, Versicherungen, Organisation von Großveranstaltungen. Gaspard Sutter. Meine Freunde nennen mich Schlafmütze. Hab sogar den Sturm verschlafen.
Eine Schande, dass so viele gestorben sind. Hast du hier zufällig eine Frau mit aschblondem Haar gesehen? Hier? Nein, keine Sterbenseele. Aber ich verpasse auch viel, weil ich ständig schlafe. Deine Freunde haben mich gebeten, dich, Fereng und Ivo zu suchen. Ich fürchte, dass sie tot sind. Monster haben Ivo umschwärmt. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Und Fereng... Nee, der ist vom Felsgerüst Schrei gehört, dann das Brüllen einer Bestie. Gehen wir zurück zur Hütte. Ich beschütze dich unterwegs. Schade um die Kameraden, wirklich. Aber was soll man machen? Komm jetzt. Aber ich sollte dich warnen, dass ich an Schlafkrankheit leide. Das bedeutet... Ich weiß schon. Keine Sorge, ich halte dich wach. Dann gehen wir. Der Schlafstumpf. Okay, Begleiterquest. Sehr schön. Na komm mit. Das tut mich einfach. Wie schmeckt dir das, Silver? Wir sind bei dem... Wir sind bei dem bleiben. Ich bin so... Na, mitkommen. Na toll. Wach auf. Ich bin wach. Ganz wach. Komm, lauf weiter. Das wird die schlimmste Begleiterquest, die ich je gespielt habe. Na komm mit. Weißt du viel über diese Insel? Fast nichts. Weißt du, dass sie auf keiner Karte ist? Das ist charakteristisch für verzauberte Inseln. Denkst du, sie ist verzaubert? Das ist das Einzige, dessen ich mir sicher bin. Na toll. Wo ist der Zweite? Den kann ich jetzt hier gerade nicht. Komm mit, Zwerg. Ach so, in die Richtung. Grüß Gestrüpp. Zwerg. Komm mit. Das ist gut, abseits vom Weg laufen ist nicht so. Man kennt tolle Idee. Komm, steh mal mit. Danke. Vielen Dank. Schon wieder so ein Troll. Nebling. Ich will nicht sterben. Bastard. Scheiße. Kacke. So langsam knapp hier. Komm mal mit. Ich hoffe, wir sind bald da. Na, Sichi. Wollte vor dem Bias fliehen. Die kurzen Beine, er war zu langsam. Ein Unhold. Na, Sichi. Letzten Unhold, den wir besiegt haben, war mit einer anderen Armee, mit einer Armee zusammen. Haben alleine nicht geschafft. Okay, den könnten wir schaffen.
Sehr gut. Und nun? Ich würde jetzt erstmal die Quest hier machen. Erstmal den Zwerg nach Hause bringen. Dann suchen wir den anderen. Und da ist der andere hier. Einer der Vermissten. Schade, dass er tot ist. Okay. Gut, er ist der einzige Überlebende. Noch. Dann bringen wir ihn nach Hause. Hey, wir brauchen dich. Hier lang. Ja, ich weiß, deine Beine sind kurz, aber... Wir kommen auf zur Hütte. Dann werden wir auf dem Weg. Ich hoffe, da kommen nicht zu viele Monster mehr. Nein. Was sind das lästige Viecher? Wir können gerade nicht meditieren. Na toll, jetzt hat er gesoffen. Ist im Kampf gleich viel praktischer. Alter Schwede. Komm schon, steh auf. Oh, lecker Maul. Bist wieder ungezogen, was? Schon gut, ich bin wach. Komm, mit den letzten Meter hier. Geralt ist inzwischen schon ausgenüchtert. Und was hat dich an diesen seltsamen Ort geführt? Ich suche jemanden. Hier? Das hat sich so ergeben. Willst wohl nicht gern darüber reden, oder? Nicht wirklich. Kommst du mit, sind nur noch mehr wenige Meter. Sehr gut. Ich habe euren Freund dabei. Geschafft. Wirklich? Dann soll er was sagen. Mach auf. Ja, ich bin wach. Gaspard, zurück, ich öffne die Tür. Gaspard, du siehst verwirrt aus. Ach, verwirrt. Höchstens etwas schlaftrunken. Was ist mit den anderen? Einer war in der Nähe einer Monsterhöhle. Leider schon tot. Ich habe einen von der Klippe stürzen sehen. Hat sich den Hals gebrochen. Verdammt. Rabenik hatte mich gebeten, ein Auge auf diesen Rotzlöffel zu haben. War sein Neffe. Danke für deine Hilfe und... Tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Ja, alles ist schief gelaufen. Was sollen wir jetzt machen? Na, sie haben Zwerge auf das Schneewittchen gesehen. Mitkommen. Aber erst muss ich jemanden finden. Ein Mädchen mit aschblonden Haaren? Ja. Das tut mir sehr leid. Was willst du damit sagen? Sie ist ganz kalt. Ihr Geist hat sie verlassen. Ach du Schande. Sie muss gestorben sein, kurz bevor wir sie gefunden haben. Wir warten bei Das ist nicht wahr. Nicht nach all der Zeit. Nicht nach all der Suche. Bitte nein.
Das sieht nach Ceria aus. Was ist mit dem Durch los? Nein. Sachen nicht. Sag, dass das nicht wahr ist. Dann hast du nicht alles vergessen, was Wesemir dir beigebracht hat. Ein Hexer kann das Essen, das Trinken und sogar das Atmen vergessen. Aber ein Hexer vergisst niemals, sich um seine Klinge zu kümmern. Ja, das habe ich auch ständig wiederholt und es wurde mir nie langweilig. Was für eine Kreatur war das? Was Kreatur? Von der du die Narbe über dem linken Auge hast. Die ist neu, die kenne ich noch nicht. Eine Erinnerung an die Gorgo von Spala. Eine Erweiterung meiner Sammlung, nichts Besonderes. Aber deine ist dafür gut verheilt. Avalach, er hat ganz spezielle Salben für mich zubereitet. Aber das war, bevor der Fluch von ihm Besitz ergriffen hat. Wo er jetzt wohl sein mag? Wir haben den Fluch gebrochen. Er wartet in Kaer Morhen auf dich. Meinst du das ernst? Wahrscheinlich schon, bei sowas würdest du nicht scherzen. Das ist ein schönes Erwachen. Du vertraust ihm? Avalach? Er hat mich nie im Stich gelassen. Kein einziges Mal. Wie ist es gekommen, dass du mit Avalach gereist bist? Als ich dich und Yen auf der Marlos-Insel verlassen hatte, wurde ich verfolgt. Eredin und seine roten Reiter waren mir auf den Fersen. Ich bin durch viele Welten geflohen, viele Male. Einmal hätten sie mich fast erwischt. Da ist Avalach aufgetaucht, aus dem Nichts. Er hat ein Portal gefunden und uns in eine Welt gebracht, in der uns Eredin nicht finden konnte. Ungefähr ein halbes Jahr lang. Diese Welt, in der euch Eredin nicht finden konnte, was war das für eine? Du würdest mir nicht glauben, wenn ich es dir erzähle. Versuch's trotzdem. Die Leute dort hatten Metall in ihren Köpfen, kämpften aus der Ferne und benutzten so ähnliche Dinge wie Megaskope. Und dort gab es keine Pferde, alle hatten stattdessen fliegende Schiffe. Ciri, lass den Blödsinn. Ich hab doch gewusst, dass du mir nicht glaubst. Mhm. Oh. In die Zukunft gereist. Wieso bist du wieder zurückgekommen? Ich dachte, die Jagd hätte endlich meine Spur verloren. Ich dachte, ich wäre sicher. Außerdem wollte ich dich finden. Dich und Yennefer. Du hast nach uns gesucht, wir haben nach dir gesucht.
Oft hatte ich das Gefühl, dass du nur einen Schritt entfernt bist. Dann wieder dachte ich, ich würde mich im Kreis bewegen. Das überrascht mich nicht. Manchmal bin ich wirklich überstürzt geflohen. Also, erzähl mir, wie alles gekommen ist. Schritt für Schritt. Eredin hat uns aufgespürt, als wir auf Arzgellig gelandet waren. Kurz darauf waren wir schon von Reitern umzingelt. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber Eredin hatte andere Pläne. Er holte das Phylakterium heraus, entkorkte es. Wir waren von Nebel umgeben und Avalach begann, nach Luft zu schnappen. Hat Eredin so Avalach verflucht und seine Verwandlung in Uma ausgelöst? Ja, er wollte ihn nicht töten, nur erniedrigen. Aber Avalach wollte sich nicht kampflos ergeben. Er wirkte einen Zauber, der unter den Reitern großen Schaden anrichtete. Und auch einen halben Wald auf Arzgellig verwüstete. Aber er verschaffte uns auch Zeit zur Flucht. Avalach öffnete ein Portal und ich sprang hinein. Er sollte mir folgen, aber irgendwas ging schief. Der Fluch behinderte ihn und er erreichte das Portal nicht mehr rechtzeitig. Wir hatten uns geeinigt, dass wir uns in seinem Versteck in Velen treffen, sollte etwas schiefgehen und wir getrennt werden. Aber ihr habt euch dort nicht getroffen. Nein, haben wir nicht. Sobald ich im Portal war, bin ich statt in Avalachs Versteck mitten im Buckelsumpf gelandet. Ich bin den Mumen nur knapp entkommen. Und da kam der Baron. Weißt du, dass er mich zur Jagd mitgenommen hat? Ich habe mit dem Schwert ein Wildschwein erlegt. Hab ich gehört. Reiner Zufall. Ich wollte an dem Tag nicht jagen, aber ich wollte auch nicht ablehnen. Ich hatte nichts dabei, was einer Jagdwaffe entsprach. Ich wollte nicht jagen. Ich bin durch den Wald gestreift, habe die Luft tief eingeatmet und dann plötzlich ein seltsames Geräusch gehört. Hat dich das Schwein angegriffen? Groß wie ein Büffel kam es direkt auf mich zu. Ich hatte nur mein Schwert. Ich musste es erlegen. Du hast dich gut geschlagen, so wie es die Männer des Barons erzählt haben. Alles einfache Soldaten. Aber wir haben uns blendend verstanden. Schade, dass ich fliehen musste, aber ich wollte sie nicht der wilden Jagd ausliefern. Außerdem wusste ich da schon, dass der Fluch vorangeschritten war. Deshalb suchte ich nicht länger nach Avalach, sondern nach dir und Yen. Und wie hast du so einen Mann wie Hurensohn Junior kennengelernt? Ich konnte dich und Yennefer nirgendwo finden. Und ich brauchte jemanden, der das Phylakterium reparieren konnte. Das schafft kein normaler Handwerker. Ich brauchte einen Magier mit außergewöhnlichen Kräften. Rittersporn half mir dabei. Es war, als ob seine Ehre davon abhängen würde. Er hatte ein Treffen mit einem Magier vereinbart, aber das war nur eine Falle der Tempelwache. Das hat er mir gar nicht gesagt. Er wollte dich sicher nicht beunruhigen. Später haben wir herausgefunden, dass die Wache das häufiger macht. Um Leute zu schnappen, die mit den Magiern zusammenarbeiten. Wir mussten einen anderen Weg finden. So viel stand fest. Dann erzählte Rittersporn, dass er einen Mann kennen würde, dem ein Teil von Novigrad gehört und der mehr tun könnte als andere. Er würde sicherlich jemanden kennen, der das Phylakterium repariert. Hurensohn Junior. Ich dachte mir schon, dass es nicht die beste Idee war. Aber ich war verzweifelt, hatte keine Wahl. Hatte ich mir schon gedacht. Hurensohn war einfach nicht der richtige Komplize. Dieser Einfallspinsel dachte, wir hätten ihn betrogen und hat dann Dudu entführt. Den ihr sofort befreit habt, nur um auf die Tempelinsel zu fliehen. Tolle Idee. Wir hatten das nicht geplant, hatten keine Zeit zum Nachdenken. Wir sind einfach los. Mir fiel nicht mal auf, dass mich die Wachen in eine Falle getrieben haben. Plötzlich war ich drin und wusste, dass ich verschwinden musste. Sofort. Und so bist du dann wieder nach Skellige gekommen. Die Küste von Hindarsfjall. Der erste schöne Ort, der mir eingefallen ist. Hjalmar und ich waren dort früher immer schwimmen. Moment mal, bist du wirklich zufällig dort gelandet? Ich dachte, du und Avalach, ihr hättet einen Plan. Nein, er spürte, wenn ich meine Kräfte eingesetzt habe. So wie Eredin spürt, wo ich bin und wohin ich reise. Tatsächlich ist Eredin kurz nach mir gekommen, mit seinen Reitern. Wieder ging alles sehr schnell. Lofoten, der Angriff der Jagd, meine Flucht und dann Träume. Nur Träume.
Was hast du geträumt? Ich hatte in letzter Zeit nur Albträume. Ziemlich schrecklich. Ich auch, die meiste Zeit über. In einem verfolgte dich das Monster eines totgeborenen Kindes. Boah, das war schrecklich. Ich hatte auch ein paar schöne Träume. In einem saßen wir an einem Feuer, tranken guten Wein und alle Leute tanzten und lachten. Der gefällt mir viel besser. Mir auch. Aber diese Träume und die anderen endeten in einem Turm. Egal, was ich geträumt habe, am Ende ging ich immer in einen Turm hinein. Hast du ihn erkannt? Weißt du, wo er sein könnte? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber irgendwie kam er mir bekannt vor. Und schrecklich. Der Turm war kahl und tot. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich ihn betreten musste. Hast du es getan? Nein. Alle Träume endeten damit, dass ich nach dem Eingang suchte. Und beim letzten Mal sah ich statt des Turms dein besorgtes Gesicht. Wäre die Narbe über deinem Auge nicht gewesen, hätte ich gedacht, dass ich immer noch träume. Ich hatte Angst, dass du tot bist. Habe ein paar Zwerge gefunden. Sie sagten, sie hätten versucht, dich aufzuwecken, aber du wärst eiskalt gewesen und hättest nicht geatmet. Und trotzdem bist du reingekommen. Wer hört denn heute noch auf Zwerge? Da fällt mir ein, sie sind bestimmt schon nervös. Wir sollten gehen. Ich habe ein Boot am Strand. Sobald wir anlegen, reiten wir nach Kaer Morhen hin. Gut. Ganz gewöhnliches Reisen. Das war schon immer besser. Doch ein Portal wäre schneller. Und würde uns Eredin direkt auf den Hals hetzen. Das sollten wir nicht riskieren. Außerdem hasse ich Portale. Thank you.